Hallo meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ja, wir befinden uns nicht in unserer aktuellen Welt, wie ihr schon seht. Ich habe nämlich erfahren, dass wir in dem Level Unbearable nämlich etwas vergessen haben. Und zwar einen Bonus und einen Secret Exit. Der riesige Bär öffnet einen Geheimgang. Ja, Ich weiß jetzt, wo der Geheimgang ist. Und ja, wie auch immer, werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal, ich glaube, den Secret Exit suchen. So, weil ich glaube, der Secret Exit war nämlich nicht da unten. Damit ihr das schon mal wisst, der war nicht da unten. Nein, auf jeden Fall, der Secret Exit war nämlich meines Wissens nach hier ganz am Ende, wenn man auf dem kleinen Eisberg wenn man auf dem kleinen Eisberg am Ende reitet und dann von ihm abspringt, dann muss man zurück wieder auf ihn drauf und dann soll da irgendwas passieren, habe ich erfahren. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, kann sein, aber wir werden sehen. So. Hoffe nur, dass wir jetzt hier auch einigermaßen schnell durchkommen. Wenn nicht, dann schneide ich vielleicht bis zum Ende. Ich glaube, wenn wir das nicht auf Anhieb schaffen, wäre das nämlich sogar schlauer. Aber ja, falls wir es schaffen, dann werde ich das drin lassen. So. Schön die Minen ausweichen. Und die Echsen wegdrehen. So, hier bei dieser Brücke wäre nämlich der geheime Weg. Also, ja, der Bonus, der geheime Bonus. Allerdings, ja, das mit dem Bären. Das zerstören wir einfach mal. Ich glaube, hier kommt nämlich jetzt der kleine Bär, oder? Nee, noch nicht. Auf jeden Fall, wenn wir auf dem kleinen Bär reiten, ganz am Ende, müssen wir einfach wieder auf ihn zurückspringen und da soll dann irgendwas passieren, angeblich. Bin mal gespannt, ob das der Wahrheit entspricht. So, wir ignorieren jetzt auch mal die Kisten. Die sind eigentlich komplett egal. Und ich glaube, der Bär zerstört die sowieso. Ja, geil. War der jetzt wirklich so lange kein Bonus? Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Checkpoint, genau. Okay, wisst ihr was, ich schneide bis zum Ende, das müssen wir uns nicht geben. So, wir sind am Ende angelangt und tatsächlich, wenn wir hier zurücklaufen, hier ist der kleine Bär. Ja, Secret Exit, wer hätte das gedacht? Ja, ich wurde da halt von einem Kumpel gespoilert, aber das gespoilert werden ist mir jetzt mittlerweile auch egal, weil ich festgestellt habe, dass ich, ja, definitiv nicht die Sachen finden werde. Weil die Secret, okay, ein paar habe ich ja selbst gefunden, aber die Secret Exits sind echt einfach zu random. So, Totally Bear. Ich schätze mal, das wird jetzt wieder so ein Bär-Level, einfach schon, weil Bär im Namen ist. Also, schauen wir rein. Tippe rennen vor einem Sprung, um weiter zu springen. Ja. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie das Level so ist. Okay, es ist wieder ein Vorwärts-Level. Im Dunkeln, heilige Scheiße. Okay, ah, oh Gott, ey. Das war schon mal nicht so gut. Okay, komm. Kann nicht so schwer sein. Ich meine, wir hatten schon... Was zur Hölle? Ey, ich glaube, das Level wird eine Nummer schwieriger. Habe ich so die Vermutung und diese Vermutung gefällt mir nicht. Weil ich vermute, dass die Vermutung stimmt. Und wenn ich vermute, dass Vermutungen stimmen, dann stimmen sie auch meistens. Also, ich glaube, ich hätte antreiben sollen. Oh, fuck. Das wird spaßig. Na, komm her, Kleiner. So. Das war knapp. Als ob. Ich habe jetzt echt eine übersehen.
Also nicht übersehen, nicht mitgenommen. Wie muss ich denn springen, um die mitzunehmen? Moment mal, so. Nein, ich hätte nicht... Obwohl, ist es hier nicht vielleicht sogar besser anzutreiben? Warte mal. Komm mal her, Kleiner. So. Nein, es ist nicht besser anzutreiben und ich sollte das lassen. Hätte ja sein können, egal. Komm her. So, so und so. Perfekt. So, antreiben. Schon wieder! Ja, und da muss ich auch antreiben. Oh, Dead Level. Ich spüre den Game Over Screen schon wieder. Jetzt mal ehrlich, wir hatten 45 Leben so ungefähr. Und davon sind jetzt nur noch 5 übrig. Was ist da passiert? Ja, diesmal haben wir alle mitgenommen. So, fuck, fuck, fuck. Das ist nicht möglich. Das ist ganz einfach nicht möglich. Ich meine, was ist denn das für ein Level? Und ich will das Level auch nicht überspringen oder schneiden oder so, weil ihr wollt das Level ja sehen. Vermutlich. So. Alter, ernsthaft? Oh, fuck. Ich meine, ich könnte versuchen, das Level ganz einfach zu normal zu beenden. Und dann habt ihr das Level ja schon gesehen und dann kann ich einfach halt eben, wenn ich in den Parts dann dabei bin, die Kristalle zu sammeln, kann ich dann einfach, was tue ich da? Kann ich dann einfach schneiden und dann, ja. Aber, keine Ahnung, das ist so ein Level ist eigentlich dafür gedacht, die Kisten sofort mitzunehmen. Mal ganz nebenbei habe ich auch eigentlich keine Lust, das Level hier dann nochmal zu machen. Zack. Das war scheiß knapp. Das war eben... Alter, was ist denn das? Das ist alles voll unfair gelegen. Wie viele Kisten gibt's denn hier? 38, Na gut. So. Gut, die haben wir. Die auch. Sprung. So, zack. Zack, zack. Hier lang, hier lang. Kisten, Checkpoint, Gott sei Dank. Nein, Totems schon wieder. Ich hasse die Teile. Ah, und ich spring genau rein. Aber wir haben Checkpoint. Das ist schon mal ganz gut. So, zack. Man muss das Level so ein klein... wenig auswendig lernen und dann sollte, Betonung liegt auf sollte, man das eigentlich hinkriegen. Aber ja, wir haben nur noch 3 Leben, wie ihr seht. Ich schätze nicht, dass wir das hinkriegen. Oh, wir haben sie tatsächlich alle mitgenommen. Ja. Checkpoint, perfekt. Komm, Leben. Und ich verschwende es sofort, geil. Egal, so. Aufpassen, die heben hoch. Okay, gut. Vorbeilaufen. Vorsicht! TNT-Kisten. Oh, das nervt hier, dass man nicht so eine gute Weitsicht hat, aber... Naja. So, Vorsicht. Die heben auch hoch, da hätte ich Antreib... Das kann ich doch nicht sehen! Jetzt mal im Ernst. Aber ich kann jetzt 2 Leben auf einmal holen, was auch notwendig ist. So, ein Leben. So, zack. Durchlaufen, antreiben, springen und noch ein Leben. Ich bin am... Nein, nein, stirb, stirb, bitte stirb. Das kann nicht sein, dass ich am Checkpoint vorbeigelaufen bin. Ich weiß, ich nehme jede Kiste mit und Checkpoint lasse ich aus. Oh Mann, ey. So. So. Okay, gut. Sp-
springen. Nicht springen. Oh, das ist so nervig. Ein Leben. So, springen. Nicht springen. Und ihr hebt hoch. Oh. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Springen. Nicht springen. Ihr hebt hoch. So. Fuck. Und geschafft, geschafft. Oh, Gott sei Dank. Alle Kisten? Alle Kisten. Oh mein Gott, raus hier. Nichts wie raus hier. Heilige Scheiße. Jetzt haben wir allerdings ein zweites Problem. Engine. Fucking Engine. Ich glaube nämlich, diesen einen geheimen Weg müssen wir gar nicht machen. Weil dieser Bonus eigentlich nur für die Kisten geeignet ist. Und das ist halt ein Bonuskristall. Und ja, den können wir auch eigentlich holen, wenn wir, ja. Wenn ich die Parts mache, wo ich das ganze Zeug hole. Ja, Crasher, bitte mal auf zu dancen hier. So, und jetzt fehlt uns nur noch einer. Aber wie kommen wir zu denen hin? Der führt nach Road to Ruin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, was mache ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal, ich werde mal kurz versuchen, ob ich den Glitch hinbekomme mit den Leben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach gleich wieder. Bis dann. Okay, wir haben ein Problem. Da wir jetzt Engine bekämpfen müssen, kommen wir in die Level nicht mehr rein. Das heißt, ich kann den Glitch gar nicht machen. Na gut, dann geht's halt mit Engine weiter. Mit einem Leben. Na, das kann hier nur super werden. Ausweichen ist sicherer für dich, aber es erschwäche. Ja, was auch immer. So. In seine Maschinen schießen, haben wir festgestellt. So, komm. So, ich weiß nur immer noch nicht, wie ich seinen komischen Laser ausweichen soll. Okay, rutschen funktioniert. Ich kann irgendwie nicht querschlagen. Komm schon. Hilfe. Okay. Drunter rutschen funktioniert. Okay, das hat noch getroffen. Die eine da scheint fast kaputt zu sein. Ich kann nicht querschießen, das ist ein bisschen nervig. Okay, perfekt, sie ist kaputt. So, komm her. Okay. Komm. Kann ich... Ich kann halt wirklich nicht querschießen. Komm, rein da. Okay, sie blitzt auch schon. Okay. Komm her. Komm schon. Das nervt, dass ich mich querschießen kann. Der muss sie ein bisschen öfter aufmachen. Komm, mach auf. Mach auf. Perfekt. Ja, ein Treffer, wow. Komm schon, ist fast kaputt. Hilfe! Okay, gut. Das funktioniert also soweit. So, hier macht er dann nochmal auf. Dann macht er hier in der Mitte auf. Ah, okay, perfekt, das war's. So, was mache ich jetzt? Seine Arme sind weg. Oh, jetzt kommt... Was mache ich hier? Achso, okay. Gut. Jetzt muss ich seine Raketen zerstören. Aufpassen. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Okay, am besten einfach immer hier in der Mitte werfen, dann treffe ich meistens alle.
So. Komm her. Ja, ich lande immer mal wieder einen Treffer. Das ist einigermaßen ziemlich gut. Okay, das ist relativ einfach auszuweichen. Das sollten wir also hinkriegen. Komm her. Vor allem, woher nimmt Crash die ganzen Äpfel? Ich meine, ich werfe hier die ganze Zeit mit Äpfeln durch die Gegend. Komm, sind die jetzt auch irgendwann mal kaputt? Also, sie blitzen beide schon. Also, irgendwann müssen sie ja mal kaputt gehen. Okay, die eine scheint kaputt zu gehen, oder? Ja, perfekt. Komm schon. Die ist auch gleich kaputt. Wow, was ist das? Das kam unerwartet. Scheiße. Okay, warte, wir schneiden mal wieder bis zu dem Leben. Okay, wir sind jetzt wieder bei dem Leben, bei dem wir vorher waren. Und es ist auch fast kaputt. Also wollen wir mal hoffen, dass es jetzt schnell geht. Okay, es geht schon kaputt. Und wir sind drüber gesprungen und... Okay, komm, klatsch. Okay, was muss ich jetzt tun? Komm. Was passiert jetzt? Wow. Wow. Wir sehen uns da. Okay, Freunde, letztes Leben. Passen wir jetzt auf. So. Also. So, was soll ich jetzt tun? Habe ich jetzt... Habe ich es geschafft? Ja, geil. Geil. Mech im Eimer. Okay, gut. Puh. Mein Gott. Das war gar nicht mal so einfach. Also ich meine, bis zum letzten Leben zu kommen, ist relativ einfach. Der Boss ist erstaunlicherweise gar nicht mal so schwer. Aber ja, wenn man sich dumm anstellt, so wie ich, dann ja, passiert genau sowas. Aber egal, wir haben den Boss geschafft und das ist die Hauptsache, würde ich sagen. Was? Okay, Cortex meldet sich nicht, vermutlich erst, wenn wir hochfahren. Also Cortex, hast du was zu sagen? Eine mechanische Welt. Okay. Was hast du für ein Problem, Bontedachs? Ich bitte dich nicht noch einmal hier die Kristalle zu bringen. Hole die letzten 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir. Okay. Glaub mir, das werden wir nicht tun. So, hier ist also der Endboss, Dr. Neo Cortex, vermutlich. Okay. Was auch immer, gehen wir rein. Damit verschwenden wir keine Zeit mit dem Lesen. Klare Edelsteine tauchen oft am Ende von Todeswegen auf. Ja, danke für die Info. Bedeutet das jetzt, dass es hier einen Todesweg gibt? Dann wollen wir nochmal sehen. Gibt es hier einen Todesweg oder nicht? So, hier sind wir jetzt wieder in den mechanischen Leveln. Wie wir sie schon aus Dings kennen. Außer Crash 1. Ah ja, ich freue mich schon, wenn wir das Spiel durch haben und endlich mit... Man kann euch nicht angreifen, okay. Auch nicht von oben, okay. Ja. Gut, dann, wir werden das Level hier in dem Part eh nicht schaffen. Also, wir gehen jetzt nur mal testweise rein. Okay, man kann nicht wegrutschen. Zack. Gut. Also irgendwie nervig, dass man bestimmte Gegner nur bestimmt angreifen kann. So. Beeil dich, Crash. Zack. Ah, euch kann man bestimmt nur von oben, oder? Ja. So. Okay. Ah, scheiße. Achso, ich hatte einen Akku. Okay, gut. Oh, warte mal. Da oben. Crash, bitte. Crash. Danke. So.
Zack. Sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. So, Vorsicht. Mache jetzt einfach noch, egal wie lange ich überziehe, so weit, bis ich einmal sterbe. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Sache auch. Also das heißt natürlich nicht, dass ich das jetzt hier mit Absicht versuche. Warte mal. Oh, ich kann mal bestimmt gar nicht angreifen, oder? Ja, da haben wir auch schon unseren Tod. Naja gut, egal. Okay, also Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und ciao, Leute!